Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Secret of Mana. Wieder dabei ist mit mir der MikroXC, wie immer. Guten Tag. Hast du schon mal die Uhr gesehen, die Pendel? Die Uhr ist so hübsch, ne? Und weißt du, was noch geil ist? Krass. Hier können die heißesten Weiber schlafen und jeder kann vorbeilaufen und sie begutachten. Ja, ne? Geil. Weil der Shop da oben ist. Letztes Mal haben wir den Blutbullen besiegt. Ja, der war ziemlich heiß. Hot. Der war echt lang und spitz teilweise, ne? Ja, aber richtig. Er hatte zwei lange und spitze. Richtig hart, ne? Er hatte zwei lange und spitze Hörner. Und wir haben uns ausgerüstet. Jetzt geht's noch ein bisschen in der Stadt, aber ich glaube, wir haben ja alles erkundet, weil die Stadt ist ja relativ klein. Wir haben ja alles erkundet, ja. So, dann geht's jetzt zu dem Typen da oben. Hast du dir das Passwort gemerkt? 634 müsste es gewesen sein. Richtig. So. Wie lautet die Parole? 6 3 4. So viele Meter ist der Tokyo Tower hoch, ne? Rein mit euch! Ja, krass, ne? Das hab ich auch als einen japanischen Let's Play von jemand anders erfahren. Oh, krass! Was ist das? Nicht schon wieder scheiß Piranhas, Alter. Ist das euer Ernst? Das daran liegt, warum die so groß sind. Warum die 634? Weil ich habe immer gedacht, die ist komplett random. Ja. So Rotz-Piranha. Was ist das denn für ein Piranha, Alter? Der schießt Torpedos oder so. Neli! Oh, die steckt da fest, Alter. Oh, kannst du dir jetzt vorstellen, warum dieser Dungeon so nervig ist, wenn das hier laggen würde? Oh, krass, Alter. Also, es ist kein richtiger Dungeon, aber wir haben hier so einen leichten Durchgang. Wir kämpfen uns durch die Kanalisation. Siehst du überall diese Kacke, die überall rauskommt? Oh Gott! Nee, kack auf die Gegner. Komm, töten wir die. Gut, die verwandelt dich nur in den Schneemann, aber gut, wenn du willst. Solange wir die Summerblobs in der Combo angreifen, machen die gar nichts. Außer sich vielfältigen. Aber gut, ist dein Part, den du damit zu strecken versuchst. Ja. Genau, Nelis Waffenlevel ist gestiegen. Die Peitsche ist Stufe 4, das heißt, Neli kann mal eine andere Waffe nehmen. Neli, nimm mal den Boomerang. Nimm den Speer. Den Speer? Bumerang, Kometen. Ja, den egal, Bumerang. Der Bumerang. Guck dir den Bumerang mal an, Alter. Lell. Der geht ja richtig steil. Ja, da sind ja Klingen befestigt. Laufen einfach weiter. Ah, jetzt wird's doch weiter. Lass mich erstmal wieder runter, wieder. Los, weg hier. Neli, komm. Also, du kannst hier nicht viel falsch machen. Wir können dann nur leider. Hier nur durch. Ist hier irgendwie ein Orb zu holen oder so? Nee, hier ist, glaube ich, gar nichts holen. Außer okay. Durch. Außer viel einfach Kacke durch. Ist hier nichts. Wir sind nämlich gut genug gelevelt. Ich habe MikroXC vorher schon gefragt. Ah, stimmt. Oh Gott, Sonic hat hier zu viel mit Kacke gespritzt, ne? Man sieht's. Ach, die sind unten. Okay. Ich kenne den Scheiß auswendig. Pass auf, die bleibt gerne gehängt. Oh, Neli, Alter. Wir müssen die töten. Ja, ich merke das schon. Ich mag das Kampfsystem von Secret of Mana mittlerweile. Ah. Ist halt nice, wenn man nicht hängen bleibt. Weil die dumme KI so dumm ist. Sind die Hitboxen in Secret of Mana Remake eigentlich auch so kacke? Ja. Oder haben sie da verbessert? Ich werde gerade geraid von zwei Seiten, Alter. What the fuck? Ja, und ich werde auch gerade hier. Keine Ahnung was. Oh nein. Wir werden durchgenudelt, Alter, aber richtig hart. Neli, du könntest gerne mal heilen. Neli wird gerade attackiert. Oh Gott, nicht. Ja, ich merke das schon. Danke. So, kann Neli jetzt heilen? Ja. Wir werden hier gerade richtig hart durchgenudelt. Och, Alter. Neli! Alter, ich wollte in eine andere Richtung laufen. Jetzt heil mal. Danke. Ah, oh Gott. Gerettet. Kassiere halt, ne? Wir kassieren alle. Wegen diesem Blöden. Lass den Summerblob töten. Den Summerblob willst du zuerst töten, weil der uns in Schneemänner verwandelt, ne? Ja, sonst nee, wenn wir die anderen töten, verdoppelt er sich, weil immer nur drei Gegner gleichzeitig auf dem Feld sein dürfen. Können. Ja, geil. Jetzt verdoppelt er sich wahrscheinlich. Außer wir lassen ihm nicht die Chance, sich zu verdoppeln. Ha! Oder so. Wegrasiert, Alter. Oh Gott, was ist das denn für eine kriechende Ente hier, Alter? Die hat den Boden gevögelt. Hab ich gemerkt. Sehr nice. Die Ente hat wohl einen sehr komischen Fetisch. Ja. Oh, nicer Boden, Alter. Oh, schön dreckig verkackt. Oh ja, geil. Boden. Schön von Sonic vollgeschissen.
Das ist die Sonic-Kanalisation. Ja. Ohne Sonics. Ohne Sonics. Sie spritzen von oben hier immer nur Kacke rein. Das sind Arsch-Piranhas. Ja, die blasen dir den Marsch, die Arsch-Piranhas. Der Witz war wieder aber so schlecht, Alter. Das muss man zugeben. Aber treffen. Definitiv. Geben die wenigstens gut Geld? Boah, keine Ahnung. Oh Gott. Ich analysiere die Gegner nie. Ja, müssen wir auch nicht. Wir nehmen sie einfach mit, ne? Das ist genau wie bei dann auch Queen of Time Let's Play. Du hast mir ja auch erzählt, dass du die Gegner nie analysierst mit Navi. Ich hab's am Anfang, als ich kleiner war, gemacht. Heute mache ich das nicht mehr. Ja, ich auch, aber ich weiß es halt nicht mehr, wie die. Ich weiß, deswegen kenne ich die ganzen Begriffe auch nicht mehr. Oh Gott, Neli, Alter. Oh, ja, der Schneemann läuft mit uns mit, Alter. Nice. Wir müssen aber, glaube ich, noch nach unten. Oh, jetzt bin ich in einen Schneemann verwandelt worden. Geil! Oh, ist das dein Ernst? Wieso wartest du nicht? Es greift uns hier doch eh nichts an. Hier war eh eine Sackgasse. Ich wollte es dir nur mal zeigen. Oh, es ist hier im... Oh Gott, und warum sind wir jetzt zurück? Oh Gott. Jetzt ist der Sabberblob nämlich wieder da. Egal, geh durch. Ach was, den können wir jetzt auch mitnehmen. Dann beschwer dich nicht, wenn du Schneemann bist gleich. Aber der verdoppelt sich eh nicht, weil da rechts zwei sind. Er kann sich auch gar nicht verdoppeln. Wie denn? Eben. So, jetzt schnell weg hier. Neli! Arsch-Piranha. Der Arsch-Piranha. Wegrasiert. Hier habe ich früher immer gelevelt. Echt? Kann man hier gut leveln? Ja, klar. Bei den Blobs, die verdoppeln sich ja immer. Da kannst du einfach immer raufboxen. Ach so, und dann kannst du... Und, und hier sind ja viele Räume. Hier kannst du immer leaven. Und... Oh, krass. Wer seid ihr? Spione des Imperiums? Sehen wir so aus? Man weiß ja nie. Herzlich willkommen im Rebellenhauptquartier. Ich bin Train, der Mana-Held. Angeber, willst du sie damit beeindrucken? Eifersüchtig, hm? Quatsch, ich liebe doch Hagen. Sei ehrlich, Neli, du liebst eigentlich mich. Hagen? Etwa den Hagen? Warum? Ein gewisser Hagen hat die Leute bei diesen Ruinen hypnotisiert. Wie in Pandoria, aber Hagen ist doch... Vielleicht ist es ja ein anderer Hagen. Das solltet ihr nachprüfen. Als wenn. Als wenn, Alter, ernsthaft. Nee, ich jetzt lass dich hier in die Stadt rumlaufen. Und ich sag nochmal so, in diesen Ruinen, also da in der Kanalisation, kann man eigentlich recht gut trainieren. Denn man verlässt den Raum und geht wieder zurück und dann kommen da sofort wieder die Blobs, die sich verdoppeln und Erfahrung geben. Ah, alles klar. So, und wir sind jetzt in der Rebellenhauptquartier und jetzt lasse ich dich einfach wieder freie Hand. Okay. Vertraut Sarah. Eigentlich nicht, nein. Sarahs Vater hat diese Organisation ins Leben gerufen. Als er verhaftet wurde, hat Sarah die Führung der Rebellen übernommen. Sie ist erst 18 Jahre alt, aber eine tolle Frau. Ja. Ja. Und was sagt Sarah sonst noch so? Viel Glück. Danke. Danke, Sarah. Der ganze Irrge begann vor 15 Jahren. Du bist so alt, dass du schon fast umkippst, Alter. Gehen wir raus. Und unser Held ist zufällig 15 Jahre alt, wenn ich mich nicht irre. Sarah musste zu schnell erwachsen werden. Gut zu wissen. Sehr interessant. Kann man hier rein? Wenn ich. Nee, leider nicht. Wenn ich mich nicht irre, ist unser Held sogar 15 Jahre alt. Ah, das ist cool. Ach ja, ich habe übrigens nochmal zu OOT geguckt. Ja, das ist gut, dass er wenig in OOT-Part. Passt da besser rein. Der Imperator hat sehr gefährliche Leibwächter. Assis, Markus, Trax und Tantalus. Nehmt euch in Acht vor ihnen. Der eine heißt Assi. So ein Huan, Alter. Die Truppen des Imperators suchen nach uns. Ich komme auf Assi nicht klar. Das Leben ist grausam. Ach, wirklich? Gut, dass du es auch mal gemerkt hast. Ich frage mich, was diese Leute bei den Ruinen tun. War das der Typ, der uns das mit Assis verraten hat? Nee, ich will nicht mit dem alten Sack reden. Komm. Der Imperator hat sehr, ja, der... Merkt die Leibwächter. Markus und Tantalus haben wir sogar bekannt schon kennengelernt. Genau, mit den beiden haben wir bekannt. Trax und Assi fehlen noch. wir haben Krieg. Yay, geil, mit Waffen schießen. Nice.
Sehr gut. Das Hauptquartier der Rebellen wird gut bewacht. Merke ich schon von Kindern. Manchmal hört man Sarah nachts weinen. Was für eine Heulsuse, oh. Alter. Oh geil, jetzt geht's und los. Willkommen in Nordstadt, der größten Stadt des Spiels. Wir führten lange Zeit Krieg mit Tasnika. Ja, rede mit mir. Alter, ich weiß, ich bin hässlich, aber er läuft auch nicht weg. Zum Imperium gehören diese Stadt, Südstadt und die Goldinsel. Hilfe, Mami! Ja, gut. Ja. Stirb. Oh. Die Stadt ist wirklich groß. Du hast viel zu erkunden. Jetzt ist sogar meine Frau so seltsam. Ja, heul doch. Tja. Alter Sack, Alter. Bist halt Kacke, ne? Lass dich von bist Sonic halt mit Kacke bespritzen. Bett, ne? Unter dem Korallenriff im Süden ist etwas. Okay, gut. Oh, du alter Sack, ist das dein Scheiß Ernst? Jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Jetzt können wir hier ein bisschen warten, bis er sich entschließt, da wegzugehen, ne? Mann. Siehst du übrigens die schwarzen Boxen unten links da? Ja. Da siehst du, sie hat man ihn gesehen, wie er da durchgeklitscht ist, ne? Ein bisschen. Nein. Komm, lass uns hier rausgehen. So. Sehr gut, gehen wir ins andere Haus rein. Gucken wir, oh Gott, wieder ein alter Knacker, Alter. Ich nehme nur Privatpatienten. Ja, ich bin leider nur staatlich versichert, also lass mich in Ruhe, du Lappen. Ich bezahle dich doch nicht für eine private Behandlung, Alter. Wie sehe ich denn aus? Wie ein reicher Schnösel oder was? Willkommen in Nordstadt, der Hauptstadt des Imperiums. Ja, verpiss dich, Alter, danke. Die Hauptstadt des Imperiums. Wir sind im feindlichen Gefilden unterwegs. Genau. Die sagt mir gar nichts, wenn wir diese Rebellen in die Finger kriegen. Diesen Bonbon habe ich von Heidi. Sie ist irgendwo bei den Ruinen. Heidi. Heidi. Oh, mit dem habe ich schon geredet, mit dem Sack. In manche Häuser kannst du rein, ne? Ach, kann ich in das Haus hier rein? In das Haus kann ich nicht rein, ne? Nee, nur mit Türen. Ja, die Tür fehlt. Boah, wie groß ist denn diese Stadt? Das sind die Ruinen, hier wollen wir noch nicht hin. Nein, da willst du jetzt noch nicht hin, willst erstmal die Stadt umgucken. Genau. Gibt's hier denn sonst noch Items zu kaufen, wie neue Ausrüstung für mich oder so? Ja. Oh Gott, und wir haben kein Geld. Sehr gut. Kannst du dir umgucken. Guck dir erstmal gemütlich um. Hier ist das Bett. Wir können ja mal sleepen. Das können wir machen. So, ja. Eine Nacht kostet 120, ja. Ist ziemlich teuer, das ist Alter. Teurer, ne? Das ist richtig schon Abzocke schon das fast, ne? Das ist schon richtige Abzocke, Alter. Guck mal, wir schlafen alle links vom Bett. Nice. Aber unten ist links das eine Treppe. Geil, da gehen wir mal rein. Siehst du, ich hab doch gesagt, Nelly ist eifersüchtig. Sie steht auf mich. Nelly liebt Hagen eigentlich gar nicht. Sie möchte was mit dem Mana-Helden anfangen. Glaube ich auch. Oh nein! Oh nein! Ernsthaft? Fühlt euch wie zu Hause. Ja, können wir irgendwas... Ich glaube, der behinderte Schmied, der fühlt sich auch wie zu Hause. Ja. Wir haben doch Orbs. Wir haben doch alles schon aufgerüstet. Aber er sagt immer was Neues. Sagt er nicht. Lange bleibe ich hier nicht mehr. Habt ihr neue Waffen, Orbs? Okay, er sagt tatsächlich immer was Neues, aber nein, haben wir nicht. Ich hasse Schwerti. Leute, ich hasse Schwerti. Schwerti, ne? Schwerti, der behinderte Schmied. So. Dann weiter gucken. Oh, hier ist noch so ein Typ. Geht nur weiter, wenn ihr ins Schloss wollt. Nee, da wollen wir noch nicht hin. Kannst du trotzdem mal reingehen? Ja, gleich. Ich habe die Stadt noch gar nicht ganz erkundet. Ach so. Ja, dann mach ruhig. Erstmal die Stadt erkunden, ne? Ja, wichtig. Ich will hier auch was zeigen. Eben. Na, den mit Mami hatten wir schon. Die Stadt ist aber wirklich groß, ne? Man verläuft sich. Hier ist der Item Shop. Oh Gott, so ein Dance Man. Ach, guck mal, was für eine edle Couch da hat. Ja, ne? Krass. So, kann ich hier was für mich kaufen? Oh Gott, schon wieder eine neue Rüstung, Alter. Ja, eine komplett neue Rüstung. Wir können uns hier komplett neu umrüsten. Ist das nicht schön? Oh. Freust du dich da nicht? Nein, weil wir nicht mehr genug... Wieso haben wir das ganze Geld denn vorhin ausgegeben? Ja, weil wir das Aktuellste haben wollen. Ja, das Aktuellste wäre dann ja aber hier gewesen. Oh. Wir hatten aber, sonst hätten wir aber Schwierigkeiten, durch die Kanalisation zu kommen, weil wir dann kaum ausgewichen wären. Genau. Was soll ich denn jetzt kaufen? Ja, dreimal dieses Tiger-Bikini, Tiger-Tanga. Tiger-Kappe oder was?
Nee. Oder den können wir nur zweimal kaufen. Den kannst du zweimal kaufen, ja, den Tigermantel. Und den Tigertanga für die Dame. Dann kaufe ich den Tigermantel. Geil! Mein Geld reicht nicht! Wie teuer ist denn der Tigertanga? Ich kaufe den Tigertanga noch nicht. Ich rüste jetzt erstmal die Rüstung aus. Mach das. Oh, das hättest du mir auch vorher sagen können. Dann hätten wir die ganze Scheiße nicht ausgeben müssen. Also jetzt mal ohne Witz. Wir kriegen gleich eh genug Geld. So, wieder ausgerüstet. So, ich soll den Tiger... Ich kaufe jetzt noch eine Tigerrüstung für den guten Miku XC. Der Miku XC... Achso, verkaufst du, okay. Ja, ich verkauf. Noch etwas? Ja, kaufen. So. Noch einmal da... Der Tiger-Bikini kostet 7.100. What the fuck? So, kaufen wir noch einmal dieses Tiger-Ding. Auf Wiedersehen. So, dann rüsten wir da mal Miku XC aus. Das müsste Miku sein. Ja. So, sehr schön. Und dann können wir noch dreimal den Ring kaufen. Den Kristallring. Dreimal sogar? Ich denke schon, das müsste knapp reichen. Ja. Noch, oder soll ich erst die Tigermütze kaufen? Was würdest du sagen? Tigerkappe oder den Ring? Ich glaube, die Mütze besser, ne? Meinst du die Mütze? Dann kaufen wir dreimal die Mütze. So, ich rüste das jetzt alles erstmal auf. Sorry, Leute, das Ausrüsten gehört leider dazu. Da müsst ihr mit mir durch. Dafür können wir den anderen Schrott gleich wieder verkaufen. So, dann geht's zu Neli. Zu Miku. Und jetzt geht's zu Neli. So. Müsste jetzt sogar für die drei Dinger noch reichen eigentlich. Ich denke schon, ja. Wenn wir Glück haben und das Verkaufte wieder so viel einbringt, wie wir... Deswegen meine ich ja, genauso habe ich es eigentlich früher auch gemacht. Deswegen habe ich auch nie lange gegrindet, wirklich. Also, ich hatte nie Geldprobleme. Gut, die Bärenkappe bringt halt wirklich gar nichts. Die ist halt wirklich scheiße. Nee, wir kriegen tatsächlich, glaube ich, nicht genug zusammen, um das dreimal... Für den Tiger-Bikini, ne? Ja. Doch, wir müssten... Für den Tiger-Bikini reicht es leider nicht, nein. Aber für den Rest reicht es. Für die drei Kristallarmreife reicht das noch. Ja. Nur für den Bikini halt nicht. Richtig, und wir brauchen noch ein Heilkraut. Fand ich halt früher immer schade. Man hat nie gesehen, die Klamotten, die man anhat. Ja, ne? Wie hätte das wohl im Tiger-Bikini ausgesehen? Dafür müssen wir das Remake spielen, da sieht man das. Sieht man das da wirklich? Ja. Selbst die Cutscenes sind denn im Bikini. Ist der wenigstens heiß? Ja, ist halt ein Bikini, ne? Nice. Nee, die muss ja echt, echt scharf da drin aussehen. Wir haben ja noch die drei Ringe, aber die reichen leider, glaube ich, nicht für den Bikini. Nee, wir brauchen 7000 Tacken, aber das kriegen wir bald zusammen. Ja, denke ich auch. Bevor wir in die Ruinen gehen, würden wir das sowieso farmen, also von daher. Ja, wir können schon in die Ruinen reingucken, aber wir gehen auch gleich über Nasse noch kurz. So, dann erstmal noch die drei Ringe verkaufen, dann sind wir fertig. Dann kann ich dir nämlich schon mal zeigen, was uns nach den Ruinen erwartet. Sehr schön. So, damit sind wir jetzt soweit sehr gut ausgerüstet. Gibt es hier sonst noch was zu sehen? Nein, außer diese hübsche Uhr und diese geile Couch hier. Die Couch ist echt Bombe, ne? Ja. Den Tiger-Bikini holen wir uns auch noch. Macht euch bereit dafür. Hm? Der Tiger-Bikini kommt aber später, also auf zum Schloss, sagte Miku XC. Dann gehen wir da mal hin. Ja, ja, gehen wir zum Schloss. Da erwartet, da siehst du gleich, was die erwartet, wenn wir den Tanz fertig haben. Los geht's. Wir kommen jetzt eh nicht weiter. Wow. Select. Start. Können wir die überhaupt? Select. Können wir die überhaupt schon besiegen? Ja, die sind easy. Du kannst ja mal gerne einmal analysieren und gucken, wie viel Gold die droppen. Du meinst, damit wir hier kurz das Geld farmen können? Eben. Dann lass mich kurz mal analysieren. So, wo ist Elektra? Analyse.
MP20, Erfahrung 600, 540. Also ein paar... Ein paar davon müssen wir... Genug Reichweite kriegen wir die down. Guck mal, wir kriegen jetzt pro... Die Gegner halten echt nicht viel aus und kriegen halt fast ein Tausender. 1500 pro Run, ne? Und viel Schaden machen sie... 1500 pro Run und viel Schaden machen sie auch nicht. Nö. Wir müssen sie näher rankommen lassen, sonst hat das alles keinen Sinn. Du bist... Aber auch nicht zu nah. Du bist der Einzige, der die Dinger angreifen kann im Moment, richtig? Wechselst du deine Waffe? So, easy. Einer weniger? Ja. Wir könnten aber auch natürlich Magie einsetzen, ja, und uns das komplett vereinfachen. Kommt Magie auch mal zum Einsatz? Echt so? Hau mal die Magie raus. Dann farmen wir, denn passiert in diesem Part nicht viel, außer das Städte erkunden. Oh, krass. Olay. Ja, wieder raus, wieder rein. Wie viel Geld haben wir jetzt? Keine Ahnung, genug, ne? Wir müssten, wir müssten das noch dreimal, glaube ich, machen. Aber wir können ja das Geld mal kurz abchecken. Wo sieht man das? Befinden, ne? Bei Befinden, glaube ich. Ja. Ja, 3300. Müssten wir noch 1, 2, 3 Mal machen, insgesamt. Hau Magie raus, Alter. Mach ich auch. Magie, Bruder! Magie, Brudi! Also das Problem ist, die teilt sich auf, ne? Die Magie, ich glaube nicht, dass alle jetzt sofort One-Hit sind. Oder? Nee. Aber setz ruhig so viel Magie ein, wie du kannst, weil... Levelt halt, ne? Erstens, es levelt und zweitens, wir kriegen die Gegner also relativ schnell down. Wow, die haben das überlebt, Alter. Jetzt gucken wir mal dem guten Miku zu, wie er hier alle einfach abfackelt. Tschüss, verreckt doch, ihr Lappen. Problem ist halt, wenn die jetzt eine Schatztruhe droppen, würden wir die nicht einsammeln bekommen. Ja, ich weiß. Aber scheiß mal auf die Truhen, das ist egal. Oder kommt da irgendwas Gutes raus? Es gibt einmal diesen Geist, den seltenen Geist halt, ne? Ah, okay. Aber der ist halt so selten. So, danach müssen wir das noch einmal machen. Sehen. Und dann können wir uns den Tiger-Bikini holen und müssten dann nochmal schlafen wegen Magie aufladen. Du hast recht, im Spiel ist das Farmen mit Magie halt wirklich mega easy. Geld ist das kleinste Problem später. Für Leute wie mich, die damals auch 100% Let's Play, also Let's Play sage ich schon, auf 100% gespielt haben, das heißt auch sowohl alle Charaktere auf Stufe 99 gelevelt haben, gibt es halt später sau wenig Erfahrung. Da bringt halt nur am Ende die letzte Dungeon halt wirklich Erfahrung. Ja. Was so nachher so nervig ist. Sehr schön. So. Und wir leveln sogar noch. Oh, wir sind erst Level 29, nicht 31, wie ich gesagt habe. Müssen wir denn noch leveln? Nein. So, einmal müssen wir noch. Einmal müssen wir noch durch. Wie viele Magiepunkte hast du noch? Moment. Ups. Ich muss aber... Alter, komm. Nein. Schade, dass man das nicht da oben sehen kann, ne? Man sieht das leichter, wenn man so ist, auf wen man gerade drauf ist, weißt du? Ja. Und der Befinden, ne? 5 MP. Ja, setz dir kurz eine Nuss ein. Nee, keine Nuss. Wir können doch schlafen. Warum nicht? Ah, okay. Da ist doch, hier ist doch gleich der Safe-Punkt. Stimmt. Legen wir uns halt einfach ein kurzes Nächtchen hin, dann brauchen wir keine Walnuss verschwenden. So, wir können. Und denn das ist auch gut, weil dann können wir den Part. Sollen wir den Part dann schon gleich direkt vor den Ruinen beenden, damit wir da direkt im nächsten Part rein können? Ja. Ja, ne? Würde ich auch sagen. Dann wird der Part halt ein bisschen kürzer, aber dann ist das halt so. Speichern wir hier. Also, wir kaufen uns noch in diesem Part auf jeden Fall noch Dings, ne? Ja. Haben wir jetzt das Geld beisammen? Nein, noch nicht. Wir müssen noch einmal die Ritter besiegen. Ah. Ritter. Ja, gut, es kommt ab und zu mal vor, dass ihr ein bisschen seht, wie wir das hier machen und so. Genau, ihr wollt ja auch ein bisschen sehen, wie das mit dem Farm hier halt ist. Es ist halt nicht großartig heftig. Also man kann, es gibt hier im Spiel immer Orte, wo man farmen kann. Und Geld kann man gerade nicht gut hier farmen. Und die geben halt gut Geld hier. Natürlich wird Geld, wie Miku sagte, später wahrscheinlich unsere kleinste Sorge sein, weil du kriegst nachher wesentlich mehr Geld wahrscheinlich. Und die Gegner kann man hier jetzt nur besiegen zu diesem Zeitpunkt. Später sind die ja nicht mehr da, deswegen kann man hier gut sich die Tigerrüstung hier farmen. Sehr gut, wir haben das Geld zusammen. So, dann holen wir uns jetzt nochmal die
das Tigerhöschen. Das Tigerhöschen. Und, und dann legen wir uns nochmal schlafen und dann geht's zu den Ruinen. So, wo ist denn jetzt der Laden? Der war da oben irgendwo. Du hast sie in der. Das war die größte Stadt, aber du hast sie jetzt schon verlaufen. Tatsächlich, ich habe mir noch nicht gemerkt, wo die einzelnen Läden alle sind. Ja, wir werden hier eh nicht lange bleiben. In der Stadt. Runtergehen und dann rechts. Hier ist das Imperium drin, also der Rebellengruppe. Genau, die Rebellengruppe. Und hier ist der Itemladen. Richtig. So, sehr schön. Jetzt können wir für Neli das Tigerhöschen kaufen. So, brauchen wir sonst noch irgendwas? Nein. Ich gehe nochmal. Ah ja, ein Heilkraut brauchen wir, glaube ich, noch. Nee, haben wir auch schon. Dann haben wir alles, ne? Ich glaube, wir haben alles, ja. Ja, gut, wir haben alles. Dann rüsten wir Neli aus, verkaufen das Item. So, Neli, schlüpf mal in deinen neuen Bikini. Kleid. Zieh ihn an. So. Aber wie die Rüstung auf einmal hochgeht, ne? Jupp. Das ist so heftig. Das ist abnormal, Alter. Als wäre das Teil so krass ist. Das ist ein Bikini, Alter. Normalerweise müsste die Rüstung runtergehen. Nein, das ist aber so, so funktionieren Rollenspiele nicht, ich, mein lieber Torin. Ich weiß. So funktionieren Rollenspiele nicht. So, wir haben trotzdem noch 3000 Goldmünzen. Das ist gut, da wir die Diamantrüstung verkaufen konnten. Und wir sind wieder perfekt ausgerüstet. Da gehen wir jetzt nochmal schnell noch dort zu den Ruinen hin, ne? Erstmal schlafen und dann nochmal zu den Ruinen, genau. Erstmal schlafen, dann zu Ruinen. Ja, hab ich doch gesagt, Mann. Genau. Hörst mir auch nie zu. Nein, ich doch nicht. Wie kommst du darauf? So, eine Nacht kostet 120. Ich will aber keine Nacht mit dir. Eine Nacht, das ist auch eine gute. Das ist die Übersetzung halt, ne? Ja, eben. Eine Nacht kostet. Okay. 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 So, damit ist Magie und alles wieder voll. Und er hat uns abgezockt. Was für ein Abzocker, ne? Ja. Nordstadt. Wir haben Südstadt und Nordstadt erkundet. Nach Südstadt müssen wir später nochmal zurück, ne? Ernsthaft? Später, ja. Okay. So, und auf geht's in die Ruinen. Da wollen wir jetzt nochmal hin. Ja, ich folge dir mal unauffällig, ne? So. So, los geht's. Aber die Ruinen müssen dir bekannt vorkommen, ne? So ein bisschen? Außer Link to the Past, so ein bisschen. Ne, wir waren hier schon mal, so ein ähnliches. Stimmt, das waren die Pandoria-Ruinen, ne? Ja. Oh, Heidi. Heidi, wach auf, bist du okay? Heidi! Verschwindet! Hagen und ich sind sehr glücklich hier. Lass uns in Ruhe! Du lügst! Hättest du wohl gerne. Bitch. Oh. Voll geschlagen, Alter. Oh, Heidi. Kommt, wir bringen sie zu Sarah. Komm schon, Neli. Guckt euch mal Neli an, sie ist so traurig. Hm. Train, was ist los? Schnell, Sarah, du musst ihr helfen. Okay, ich bringe sie zu unserem Arzt. Beeile dich. Ja, ja, keine Panik. Helft ihr lieber Hagen. Und der Bildschirm faded out. Faded aus. Sehr cool. Hm. So, wir sind bei den Ruinen. Ja, dann würde ich sagen. Wir sehen schon echt bereit aus, ne, für die Ruinen. Definitiv. Ich würde sagen, hier beenden. Hier gibt's auch viele Orbs abzugreifen. So viel kann ich versprechen. Alles klar. Hier würde ich auch sagen, wir beenden hier den Part. Das ist ein gutes Ende. Ja. Definitiv. Ja, Leute, wir könnten jetzt theoretisch noch mal kurz zum Arzt gehen, denn die kennen wir ja noch. Eigentlich. Wollen wir zum Arzt gehen, damit wir das im Part nicht vergessen? Ja, dann gehen wir jetzt noch schnell zum Arzt. Ja, genau. Dann gehen wir noch mal schnell zum Arzt. Weißt du, wo der ist, ne? Ich glaube, der war in irgendeinem Haus. Die blauhaarige. Die Heidi? Genau. Die ist doch, hypnotisiert. Links, dann runter. Und hier drinne. Da drinne? Glaube ich, aber es war hier. Ja. Ja, das ist der Privatarzt. Sollen wir mit dem Arzt reden oder mit ihr? Beiden. Ich glaube, beide haben doch jetzt neue Texte.
Heidi, ich habe sie untersucht, konnte aber nichts feststellen. Außer, dass sie sehr schweigsam ist. Heidi sagt nichts. Dieser Huan, der steht da, der geht dann mit Absicht hin. Du Dreckiger, Alter. Beweg deinen fetten Arsch aus der Tür, dann speichern wir nämlich nicht bei den Ruinen, sondern im Gasthaus. Das ist immer ein guter Spalt, das ist immer ein guter Safe Point, das Gasthaus. Ja, eigentlich mal recht gut, ne? Genau. So Leute, dann würde ich aber sagen, ich und Miku beenden hier den Part. Wir haben nicht viel geschafft, wir haben uns nur gut ausgerüstet. Doch, wir haben eigentlich viel geschafft. Ich habe eigentlich gedacht, wir würden viel länger in den Gullis rumfleuchen. Ja gut, das stimmt wohl. Hab ich gedacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so kurz in Sonics Kacke sind, aber ja, muss auch mal sein, ne? Aber wir Gotta go fast, ne? Richtig, aber wir reden auch gar nicht viel, weil gibt halt nicht viel zu erzählen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und hoffentlich seid ihr mit dabei. Sagt der Miku XC auch. Sag ich das. So, und was ich im letzten Part erwähnt habe, in der Endcard ist auch OOT verlinkt, das habe ich nämlich vergessen zu erwähnen im letzten Part. Guck da rein. Oh, macht doch nichts. Geiles LP, ist richtig witzig. Wir labern genauso viel Scheiße da. Ja. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen euch im nächsten Part wieder. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für das Zuschauen bei Let's Play Secret of Mana mit Miku XC. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich noch besser machen könnte und welche Spiele ich sonst noch spielen soll. Wollt ihr noch mehr von Miku XC und mir sehen, dann drückt doch auf die Playlists. Wenn ihr noch mehr von uns beiden sehen wollt, dann drückt doch auf die Vergiss nicht zu abonnieren Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Part wieder. Tschüss!